Rekorde, Triumphe, Skandale. So nah liegt Glück und Elend beieinander. Ich stehe auf dem Schlachtfeld, auf dem gerade der MTV die SG Bördehand bei 34:22 zu 24 niedergerungen hat. Und lass einfach mal den Blick schweifen in die Weite der Halle. Eine Wüste der Zerstörung. Und das ist erst der Anfang. Ja? Man führe sich das mal vor Augen. Ja? Also die Jungs sind noch am Duschen und bereiten sich vor auf das, was noch alles passiert. Und mir wurde gesagt, heute Abend passiert es. Heute Abend gibt der MTV Braunschweig mit insgesamt 4 Mannschaften, die aufsteigen, richtig Vollgas. Ich bin gespannt, was da noch alles bei rumkommt und vor allem, wer hier morgen aufräumt. Ich muss weg. Herzlich willkommen im MTV Sportstudio und es fällt mir ein bisschen schwer, seriös zu bleiben nach dem heutigen 34:24 Sieg der Jungs gegen die SG Börde Handball. Damit ist der Aufstieg perfekt, dritte Liga. Lars, wie geht's? Ich weiß nicht, welche Frage ich dir jetzt ernsthaft dazu stellen kann, aber wie geht's dir? Geil. Einfach nur geil. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen, oder? Ja. Woran liegt es, dass ihr es jetzt diese Saison so unglaublich souverän vor allem geschafft habt? Ihr habt, glaube ich, 4 Minuspunkte? Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht so richtig. 4 Minuspunkte? Ja. Ja, wir haben es einfach. Ich weiß nicht, wir haben es einfach die ganze Saison ruhig gespielt und souverän durchgezogen. Und ja, mit den Fans im Rücken haben wir geil gespielt, einfach nur. Wie war das für dich heute vor dieser Kulisse nochmal zu spielen? Die Halle war annähernd voll, also ich sag mal so knapp 1000 Zuschauer. Wird das nächste Song, ist das überhaupt noch steigerbar? Also heute war schon überragend. Gegen Northeim hatten wir echt eine geile Kulisse, aber heute war nochmal dieses Aufstiegsfeeling dabei und alle sind richtig mitgegangen. Das war echt. Hey, oh! Ein bisschen Gänsehaut-Feeling fand ich auch, vor allem zum Schluss, als das Publikum auch richtig mitgemacht hat, also es war schon echt geil. Nächste Saison, ich hoffe, so viele Fans bleiben dabei, wir zählen auf die Fans, wir finden es überragend und ich hoffe, es sind ganz viele Fans dabei. Seid ihr mit dem Kopf irgendwo, hast du schon mal Gedanken gemacht, wie es in der nächsten Saison weitergeht oder sagst du, heute Abend erstmal Rakete feiern und dann sieht man weiter? Das auf jeden Fall, also ich kann es immer noch nicht realisieren, ich glaube, ich realisiere es erst, wenn der Anpfiff vom ersten Spiel in der dritten Liga ist, also ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, wie es in mir aussieht. Also es ist überragend einfach. Also, was hat euch die Saison als Mannschaft so stark gemacht? Als Mannschaft, ja, wir sind eine geile Mannschaft, muss man erstmal sagen, ja. Und die geilste Mannschaft der Oberliga. Und ja, der Zusammenhalt ist einfach da und jedes Training war ja da. Wir haben jedes Training durchgebissen. Volker ist natürlich ein Trainer, der triezt dann jedes Training, ja, auch wenn man am Wochenende, am Samstag mal gefeiert hat, dann ist Montag wieder komplette Härte angesagt und man darf nicht zurückstecken. Also Montag geht's weiter? Natürlich. Ja. Immer. Heute Abend, du trinkst einen kleinen Sekt vielleicht? Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich glaube, ich lasse euch in den wohlverdienten Feierabend. Geiles Spiel, geile Kulisse. Ja, MTV Braunschweig Inside. Wir berichten live nach dem Spiel gegen SG Börde Handball. Die Jungs sind heute in die dritte Liga aufgestiegen. Und es sind nicht nur die erste Jahre aufgestiegen, sondern auch die zweite, dritte und die fünfte. Das heißt, eine ganze Menge MTVler geben heute Abend in Braunschweig richtig Gas. Und wir versuchen uns einfach mal leise in das Geschehen reinzuschleichen und zu gucken, wie sind so die Emotionen. Wir müssen auf Stimmfang gehen und kommt mal mit ins Bossa Nova. Wir schauen da mal rein. Inside Sportstudio nach dem Sieg der ersten Herren gegen die SG Börde Handball und damit den verbundenen Aufstieg in die dritte Liga. Bei mir steht Stefan Kohn erstmal. Gut Kick, Stefan. Stefan ist Trainer der zweiten Herren und Strippenzieher im Verein. Stefan, was bedeutet dieser Aufstieg der ersten Herren, aber auch deiner Mannschaft, der zweiten Herren? Also ich denke, dass es insgesamt eine sehr erfolgreiche Saison war, ob es jetzt die erste, die zweite, die dritte und die fünfte Herren gewesen ist. Es ist für den Handballsport allgemein in Braunschweig, denke ich, ein Riesenschritt nach vorne, dass wir den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben. Aber auch die zweite Herren, die ja relativ früh diesen Aufstieg klar gemacht hat und auch relativ deutlich. Ich denke, wir können schon sagen, das war souverän wie eine Präsidentschaftswahl in Nordkorea. Wenn du das so siehst. Ja, ich sehe das so. Okay. Aber auch die dritte und die fünfte Herren, es ist schon sehr erfolgreich gewesen. Ja.
Bist du heute erstmal beim Feiern oder planst du insgeheim schon für die nächste Verbandsliga-Saison mit der zweiten Mannschaft? Die Planung für die Vorbereitung steht. Die Testspiele sind eigentlich so gut wie fix. Von daher kann es losgehen. Wie wird sich das Gesicht der Mannschaft verändern? Wenig. Wenig? Ja. Also wir werden wenig Abgänge haben. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Aber sonst, ja. Die Qualität ist da und ich glaube auch, die Mannschaft ist einfach geil. Also ja, es ist halt auch abhängig davon, was von oben runterkommt. Ja, ja. Wie sich das Gesicht der ersten Jahr nächstes Jahr präsentiert. Ja. Seriös wie immer, ich danke dir für dieses Interview, Stefan, und gebe zurück ins Studio. MTV Braunschweig, Backstage, Behind the Scenes, hier mit Volker Mudro, dem Meistertrainer der Mannschaft, die heute in die dritte Liga aufgestiegen ist mit dem Sieg 34-24 war das, ne? Genau, gegen die SG Börde Handball. Volker, du bist mittlerweile wieder frisch geduscht. War das für dich erwartet oder kam jetzt am Ende über die Saison hinweg das doch überraschend? Die Sektdusche oder der Aufstieg? Sowohl als auch. Also zum Aufstieg, wir wussten vorher nicht, was uns erwartet, weil ich kannte die Oberliga nicht. Ich dachte schon, mit der Mannschaft dann könnte man im oberen Drittel mitspielen. Und hatte eigentlich gehofft, dass wir vor der Saison noch einen Linkshänder bekommen. Haben wir nicht bekommen. Da hatte ich eigentlich gesagt, wir brauchen noch einen guten Trainer, damit wir es schaffen. Aber haben wir trotzdem geschafft. Die Mannschaft hat mich mit durchgezogen. Auch ohne guten Trainer, oder? Auch ohne guten Trainer. Ja. Die Mannschaft konnte mich mit durchziehen. Sehr geil. Volker, ich habe mich bisher einfach noch nicht getraut, bei den Spielern auch so diese Frage zu stellen. Schmetter sie gern ab, aber wie blickt ihr auf die nächste Saison? Ja, eigentlich noch gar nicht. Wir genießen heute den heutigen Tag. Wir wissen, dass die dritte Liga schwer wird, aber wir gehen ja unabhängig davon, wie schwer es sein könnte, unseren Weg. Wir wollen einfach unseren Jugendlichen die Möglichkeit geben, Leistungssport zu machen. Und das machen wir. Und trotzdem müssen wir uns auch vielleicht ein bisschen verstärken. Ja. Das macht sich ganz gut im Gesamtverein. Wie geht es da weiter? Also, verfolgst du irgendwie so einen ganz großen Plan, auch so im Zusammenspiel mit der zweiten Herren? Also eigentlich soll der ganze Verein zusammenspielen, aber das Wichtigste, damit das weitergeht, ist die Jugendarbeit. Das ist eigentlich der Fokus. Da haben wir mit Udo jetzt einen sehr guten Mann gewonnen, haben aber natürlich Udo zusätzlich zu den guten Jugendtrainern. Und da wollen wir weitermachen, damit das auch die Philosophie der Braunschweiger Jugend weiterlebt. Für die Zuschauer daheim kurze Erklärung. Udo Falkenroth ist jetzt neuer Jugendkoordinator geworden beim MTV. Er nimmt das Ganze von der Mini bis zur A-Jugend, korrigier mich bitte. Er koordiniert das auf jeden Fall. Genau, ja. Genau. Und unterstützt uns da und bringt den Verein da insgesamt nach vorne. Und es bildet eine Einheit mit dir, ist das so? Nicht nur mit mir, sondern mit dem ganzen Verein. Mit dem ganzen Verein. Volker, Weckersöbel, heute Abend brechen noch alle Dämme? Ja, oder bist du mittlerweile so abgeklärt, dass du einen Erfolg in die dritte Liga hast? Also insgesamt sind natürlich die Dämme bei der Mannschaft schon mehrmals gebrochen in der Kabine. Habt ihr ja selber gesehen. Ja. Und ich genieße es auch. Ja. Geil. Da möchten wir dich auch ganz verdient diesen Abend genießen lassen. Und ja, lass es dir schmecken, Volker. Heute Abend noch ein paar Pilz und alles Gute. So machen wir das. Ja, ich würde dir gerne die Hand geben. Warte. Ja, so machen wir das.